Servus und willkommen zu meiner Halloween-Special. Ja, da ich nicht weiß, wie lange das ungefähr dauern wird, was ich heute vorhabe, und ich weiß nicht, ob ich es auch umdekorieren noch schaffe, hätte ich gesagt, machen wir etwas Halloween. Das da weg. Und das da drauf. Ja, jetzt werden einige sagen, nee, ich sehe nichts. Ja, okay. Machen wir es dann am Schluss. Gehen wir nochmal alles mit dem Halloween-Kopf dann durch. Ja, was will ich heute tun? Und zwar, ich habe euch gebeten, schickt mir Namen für meine Häuschen. Ja, und heute ist es soweit. Heute werden die Namen vergeben. Es kommt darauf an, wie groß das die Namen sind. Wenn die Namen zu lang sind, dann kommen die beiden Schilder dahin. Und ans Eck, dann von demjenigen, der es, ja, mir eingeschickt hat. So, dann hätte ich gesagt, wir sind hier bei der Schmiede. Und ich schreibe jetzt erstmal das hin, was ich gekriegt habe. Und derjenige, der wo es vielleicht weiß, der darf sich jetzt schon mal freuen. Genau. Dieses Gebäude heißt ab jetzt Schmiede von Rexogana. Ja. Rexogana, kannst, ja, halt, Moment, von wem ich diesen Namen habe. So, und so wird es auch immer die ganze Zeit jetzt dann ablaufen. Name von Play-T-Play. Ich hoffe, dass man das so ausspricht. Er kann mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wo er den Namen her hat. Weil ich habe versucht, natürlich den Namen rauszufinden. Ja, das Einzige, was ich rausgefunden habe, ist Rexona. Und da es noch keinen Riechcomputer gibt, kann er das auf jeden Fall nicht meinen. Hoffe ich zumindest. Oder schnüffelt er nicht an dem Rechner? Na, ich hoffe mal nicht. So, auf jeden Fall. Wie gesagt, ab jetzt, wenn ich jetzt in dieses Häuschen gehe und ich habe mir den Namen gemerkt. Dann werde ich jetzt sagen, ich gehe jetzt in die Schmiede oder ich gehe jetzt nahe zur Rexogana. Also, das Ding heißt jetzt so und wird jetzt auch im LP so betitelt werden. Ja. Super. Ja, dann hätte ich gesagt, gehe ich mal zu meiner kleinen Bücherei. Das wird heute entweder eine arschkurze Folge oder eine arschlange, also eins von beiden. Man wird sehen. So, dann hätte ich gesagt, da. Das Lustige ist ja, ich habe mir einige Namen rausgeschrieben. Ich habe es teilweise, wenn zwei oder mehr gefallen haben, habe ich per Los entschieden. Und das Geniale ist, bis jetzt ist keiner doppelt. Also bis jetzt ist jeder einmal vorgekommen. Für die Häuser, wo ich den Namen übernommen habe, für die, wo ich den Namen nicht übernommen habe. Ja, da erkläre ich dann, warum, dass ich den Namen nicht übernommen habe. Wenn wir soweit sind. So, und zwar, wir sind am nächsten Gebäude angekommen. Das ist jetzt dann Bücherwürmleins Stube. Ja, ich fand den Namen eigentlich lustig. Aber ich muss dieses, nee, das muss ich nach unten machen. Und zwar, das heißt dann Bücherwurm. Minus Wurmleins Stube. Das wird es ja noch länger, dass man da gleich zwei Zahlen braucht. Und dieses habe ich von Doppelpunkt. Ich hoffe, dass ich den Namen auch wieder richtig annotiert habe. Ich habe mir gedacht, das passt am besten. Vor allem. Es kann höchstens sein, dass dieser Name nochmal ausgetauscht wird. Aber dann, falls ich eine zweite Bücherei baue, dann wird das der Name übernommen und dann wird es irgendwann ein Zauberhaus oder so. Aber momentan ist das der coolste Name, beziehungsweise er hat gegen Arcane Whisperings gewonnen im Lostopf. Genau. Bücherwurmleins Stube. Also das heißt, wenn wir da drin Bücher, Würmer finden, dann wissen wir warum.
Gut, dann hätte ich gesagt, gehen wir uns zu unserem Thermal Expansion House. Und da kommt auch ein schöner Name. Vor allem, den werde ich mindestens 5721 mal falsch sagen. Weil ich immer Smeltering sage, statt Sweltering. Ja, in Englisch, ein Alphabet nennt seine Häuser in Englisch. Das ist sehr gut. Also dieses Haus heißt ja jetzt Thermic Sweltering. Jo, dann hätte ich gesagt, schreiben wir auch wieder hin. Name bei. Doppelpunkt. Nimm, 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 nimm. So, und dann hätte ich gesagt, schauen wir mal schnell nach. Was dieses überhaupt bedeutet. Ja, beziehungsweise Scorpion. Du weißt, wen ich jetzt meine mit dem Namen. Das heißt sogar ein Moderator von unserem TS. Also wie gesagt, wenn ihr mal vorbeikommen wollt. Es ist meistens vom Team immer einer da. Schreibe ich mal schnell hier die Adresse hin. Auch mal eine neue Art. Dann könnt ihr uns unter dieser Adresse gerne im TS besuchen. Wie gesagt, es ist immer wieder mal einer da. So, auf jeden Fall kann er mal reinschreiben in die Kommentare, wie er dieses Sweltering gemeint hat. Ja. Ein thermischer Brüter wird mir gerade in Google Übersetzer angezeigt. Ja, englische Analphabeten können ja nicht anders nachgucken. Sehr schön. So, dann sind wir bei unserem Wasserkraftwerk. Nein. Es ist ja ein. Ja. Der Name hat mir besonders gut zugesagt. Bin froh, dass noch einige sich danach entschieden haben, danach doch nochmal ein paar Namen zu schreiben. Weil das ist jetzt unser Aquadome. Oh, und das ist sogar mal einer, der wo gleich an der Tür hingeschrieben wird, weil es ein kleiner Name ist. Aquadome. Von Multidisimo. Also der Name hat mir richtig gut gefallen. Und nicht Wasserkraftwerkelchen und ja. Also bitte, wenn ihr mir solche Namen schickt, lasst euch was einfallen. Fantasie, bla blub, aber nicht Gregs. Also für dieses Haus, das habe ich ja das letzte Mal schon aus der Verlosung genommen. Das wird es heute nicht betitelt. Ja, das sind die Gregs Haus und Arschteuer Haus und was hast du Google, was da für Namen gefallen sind. To be sorry, aber ja. Solche Namen kommen dann nicht hin. So, dann hätte ich gesagt, Reisebüro, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen ausgegeben habe, aber ich habe einen Vorschlag bekommen und der hat mir so gut gefallen. Ja, es könnte vielleicht daher kommen, dass bald so ein komischer Film ins Kino kommt, beziehungsweise. Heute ist Halloween. Der Film ist heute ins Kino gekommen. Und zwar Thor. Und der Name ist eigentlich richtig cool. Also unser Bifröst. Das ist das Weltenportal, mit dem Thor durch die Welten kommen kann. Ja, wir haben Stargate, aber damit kommen wir auch in Welten. Also passt es sehr gut. Und der Name wurde mir zugetragen von Scouter. Hofft jetzt, dass man das richtig schreibt. Wenn nicht, schreibt es mir rein, wie ich es anders nennen soll. Das heißt damit Lautschrift oder so. So. Dann heißt das jetzt, wir haben betitelt 1, 2, 3, 4. Wir haben 5 Häuser betitelt. Tja, und was leider schade ist, nur 5 Häuser betitelt. Aber daher ist dann auch gleich noch der
Ruf dieses Haus, ja. Dann werde ich mir selber mal ein Nämelchen ausdenken. Und auch von dem da hinten, von meinem Bauernhof, da werde ich mir auch was selber ausdenken. Wenn dann mal irgendwann oder beim nächsten Mal, wenn wir das dann machen, werde ich dann, ja, sozusagen meine Vorschläge dann auch hinsetzen. Halt, und ich sehe gerade, es ist Nacht. Ich möchte das bitte, wenn es geht, tagsüber machen. Nicht, dass mir die anderen wieder umarmen wollen oder so. Sehr schön. Wiedersehen. So. Auf jeden Fall. Ihr könnt mir ab jetzt, wie gesagt, ich werde es irgendwann ankündigen, Namen einschicken für unser IC-Haus. Also das heißt, es ist ein kleines Verarbeitungshaus eigentlich. Wird auch dementsprechend so bleiben. Lasst euch Namen einfallen. Fantasy, Science Fiction, irgendwas Spezielles, was halt in der Hinsicht mit diesem Gebäude dann zu tun hat. Ja. Und ballert mich zu mit den Kommentaren. Wie gesagt, beim nächsten Mal seid ihr dann so auch hier dabei. Und wie gesagt, wenn mir der Name richtig gefällt, wie zum Beispiel Aquadome, nimmer ich mir fällt dann nicht mehr ein, dass ich ins Wasserkraftwerk oder wie auch immer, sondern ich gehe jetzt immer in Aquadome oder in Bifröst. So, dieses Haus hier, ja, das ist jetzt mein Haus der 1000 Unbekannten. Ich habe noch keinen blassen Dunst, was ich hier reinbaue. Bin ich auch ganz ehrlich. Ich wollte hier eigentlich meine Sägemühlen reinschmeißen. Da ist mir im TS doch mal gesagt worden, du kannst doch nicht hier die Sägesachen reinmachen, weil da braucht man doch ein Sägewerk und Sägewerk ist aus Holz. Da bin ich jetzt mir beim Überlegen, ob ich Eftel noch ein Sägewerk separat baue oder ob ich es dann halt doch hier reinsetze. Aber das werden wir sehen. Wie gesagt, eine Maschine ist schon ausgezogen. Ich glaube, oder beziehungsweise ich weiß nicht. Also ihr werdet jetzt teilweise wegen gespoilert und so. Da kann man auch nichts dagegen machen, weil die anderen Folgen habe ich ja schon aufgenommen. Also es kommen noch zwei. Ja. Zu viel verraten werde ich aber auch nicht. Also wie gesagt, das wird entweder Sägemühle oder kleine Fabrik. Es kann auch sein, dass ich hier einen kleinen Fabrikkomplex hinbaue oder reinbaue, der wo mir halt ein paar Sachen macht. So. Hier ist mir auch zwar ein Name aufgefallen, der wo sich auch nicht so schlecht angehört hat, aber ich habe mir gedacht, das passt irgendwie nicht ganz zum Gebäude. Und zwar vom Matrix, der Architekt. Architekt, also ich habe mir gedacht, wenn das jetzt wenn das jetzt das nur dieses da oben wäre, hätte ich gesagt, du hast recht, das wird der Architekt. Nur, es gibt da unten auch noch ein Lagerhaus und dann möchte ich halt doch irgendwas in Bezug auf Lager haben. Wie gesagt, ihr könnt mich ab jetzt zu bomben. Ich werde es auch immer wieder mal. Ach genau. Ha, da fällt mir wieder was ein. Ja, erklär's erst fertig. Also, bombt mich mit Kommentaren zu, wie ihr dieses Haus benennen wollt. Ich werde es ab jetzt so machen, dass ich einen eine Text, also ab der übernächsten Session, also oder ab der nächsten Session, wo ich wieder aufnehme, werde ich in meinen Kommentaren eine Liste verlinken, wo drin steht, welche Häuser noch nicht benannt sind. Und irgendwann, wenn ich dann festgestellt habe, dass keine mehr kommen oder ich richtig coole Namen habe und der Name hat mich überzeugt oder ich habe dann ausgelost oder wie auch immer, schreibe ich den in die Liste rein. Also ihr könnt immer wieder in die Liste gucken. Ah, das Lagerhaus heißt jetzt sowieso. Dann braucht ihr mir natürlich dafür keinen Namen mehr schicken. Aber wenn ihr seht, der Name ist noch leer, könnt ihr mich zubomben bis zum Sankt-Nimmerleins-Wochenende. Ich freue mich richtig tierisch, wenn ihr mir da
richtig viele Kommentare schreibt. So, dann sind wir hier jetzt bei unserem Laserhäuschen. Und zwar, ja, ein paar Laser sind schon da. Also nicht alle Vögelein sind schon da, sondern ein paar Laser sind schon da. Also das ist halt, das heißt, unser Laserverarbeitung. Da brauche ich natürlich auch noch einen Namen. Ab jetzt könnt ihr schreiben wie die Weltmeister. Ich glaube, ich habe das heute noch gar nicht oft genug gesagt. Gut, dann für meinen Energiepark, ich glaube, den werde ich sogar Energiepark nennen. Also für das ganze Komplex. Werde ich mir einen Namen aussuchen. Hallo Kuh. Aber für mein MJ-Speicherhäuschen brauche ich natürlich auch einen Namen. Und da könnt ihr mir jetzt auch wieder alles geben. Namen für ein Speicherhäuschen für MJ. Ihr dürft nicht vergessen, es kommen auch noch Speicherhäuschen für EU auch noch dazu. Also sollte sich was mit MJ beschäftigen, aber halt nicht das MJ-Speicherhaus. Das klingt, ja, irgendwie nicht schön, ne? Also, ich hätte jetzt beinahe ein Piepwort gesagt. Ich sag das Piepwort. Scheiße, hört sich das an. Gut. Dann haben wir hier unser Dampfhaus. Und zwar unser reines Dampfhaus für MJ. Das Lustige ist ja, ja, ich gehe mich gleich zu Tode und ich weiß nicht warum. Ich weiß schon, Frischluftmangel. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Ja, genau. Wir haben einen Turm hier stehen. Und dieser eine Turm speist unsere da drüben wie ein Weltmeister. Wie gesagt, das müssen wir hier auch noch ein wenig umbauen. Aber ja, ihr wisst ja, mit 20 Minuten Folgen, was wollen wir denn noch alles machen? Also, wie gesagt, für unser Dampfhäuschen im MJ-Bereich könnt ihr mich auch zutexten. So, dann hätte ich gesagt, so, jetzt seht ihr das Gebäude angemalt. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich es noch von außen gemacht. Jetzt ist es schon angemalt. Und zwar, das ist unser Erzverarbeitungshäuschen. Das müsst ihr ja soweit kennen. Ich glaube auch nicht, dass ich zu viel verrate bis jetzt. Hoffe ich. Genau. So. Dafür könnt ihr mir auch einen Namen geben. Also, das ist wirklich unser Erzverarbeitung. Mehr passiert da drin nicht. Lasst euch richtig als einfallen. Wie gesagt, es kann richtig verrückt klingen. Es sollte nur richtig cool klingen und wie gesagt, Fantasie ist Trumpf. So, für unseren, ja, hier hinten war ich jetzt auch schon lang nicht mehr. Und zwar für unseren Hühnerstall könnt ihr mir jetzt auch schon einen Namen schicken. Der ist zwar noch nicht fertig. Oder so halb fertig. Ach stimmt, das ist ja, das wohnt ja da drin. Aber wenn es fertig ist, wird dann dieser Name natürlich verwendet. Und für unseren Kuhstall brauche ich natürlich auch einen schönen Namen. Hallo Huhn. Hallo rumspackende Kuh. Super. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, okay. Also ich muss hier auf jeden Fall auch einen Junkloader hinstellen, merke ich gerade.
Wäre natürlich sehr sinnvoll, dann, dass hier auch weiter produziert wird, wenn ich nicht da bin. Ja, genau. So, okay. Das heißt, hier muss ich auch noch irgendwann weitermachen. Meine Güte, habe ich viel Arbeit. Okay, Milch ist da. Ob die Eier aufgefangen werden, weiß ich nicht. Müssen wir gucken. So. Genau, dann schauen wir mal gleich nach unten. Aber ich glaube, dass er nichts gemacht hat, weil ich ja außerhalb vom Chunk bin. Nein, es sind nur 7 Balis da. Und jetzt pflanzt er wieder Seeds an. Okay. Ob mich irgendwann auch noch die Bild. Ja, ich merke schon, es wird Zeit, dass ich aufhöre. Bevor mich A zu tot gehe, ich weiß nicht, was heute los ist. Ja, und ja, wie gesagt, ob ich die Felder irgendwann auch noch einen Namen gebe, das werden wir sehen. Und ich sehe gerade, ich sollte was essen. Wie gesagt, den Bauernhof betitel ich irgendwann selber. Das ist einer von wenigen Sachen, die mal ich machen will. Ja, sowas gibt's auch. Freude, ne? Gut, dann hätte ich gesagt, weil es so viel Spaß macht, laufen wir mal nach Hause. Und zwar als der lustige Kürbismann. Hihi, hallo. Ja. Jetzt werden jetzt auch gleich die Spinnen von mir denken. Hallo du. Ich habe noch nie in aus dieser Position Monster geschlagen. Schaut auch lustig aus. Oh mein Gott, wie will ich denn das machen? Hey, fast getroffen. Ich hab getroffen. Hihi. Das Skelett wird sich langsam denken, der ist total meschugge. Bis ich irgendwann so nah dran bin, dass ich nicht mehr meschugge bin, weil ich ihn erwischt habe. Hey. Alter. Erwischt. Nicht erwischt. Jetzt erwischt. Ganz erwischt. Hihi. Cool. So. Dann renne ich hier noch ein wenig rum. Aber er hat den Kopf da gelassen. Ist doch nett. Er hat seinen Kopf verloren. Komm her. Lass dich schlagen. So, nur das Problem wird jetzt sein, dass ich aus der Perspektive nicht schlagen brauche, weil ich das Monster nicht sehe. Hallo, gibt's hier ein Monster? Ja, gibt's. Juhu! Ich bin fast tot. Freude. Nee, ich gehe zurück in den anderen Modus. Weil, Let's Die machen wir es heute nicht. Aber den finde ich irgendwie lustig. Bis ich jetzt noch nach Hause gehe. Oh, da hinten ist ein Kamerad und den muss ich aber so angreifen. Ich hoffe dann nicht, dass der schießt. Oh, guten Tag. Au! Ja, vorhin hatte ich einen, der hatte eine Nano-Rüstung, nein, eine Quantum-Rüstung an. Da hat Halloween, das war dann das Halloween-Special oder so von Minecraft. Aua! Lass mich in Ruhe. Komm, geh weg, Würfel. Also, wenn ich dem von dem was bekommen hätte, ihr hättet alle Cheater geschrieben. Und ich hätte es nicht beweisen können. Ja, schnief. So. Dann hätte ich gesagt, suchen wir mal rum. Und sammeln das da auf. Ja. Ich wollte eigentlich Pumpkin.
aufhängen, anpflanzen, weil diesen Kopf, den wo ich da trage, ja, den habe ich mir hergewünscht. Hat er mir gerade einen Hund eingelegt? Ja. Zur Feier des Tages. So, nehme ich mal mit. Sag mal, sehe ich gerade richtig? Will das Spiel mich verarschen? Ihr seht das auch nicht? Heute ist Nano Day. Heute ist nicht Halloween, heute ist Nano Day. Au. Und die, mit denen werde ich auf jeden Fall noch sprechen. Au! Alter! Die haben wir total an der Macke. Au! Die Hirsch ist von Hirschhausen. Hallo, hört auf, mit mir zu spielen. Au, 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 au. Aua. Gebt mir lieber eure Rüstung, bevor ihr mich erschießen wollt. Habt ihr gerade gesehen, der ist gerade übers Loch geflogen und einer flog über das Kuckucksnest, oder wie? Au. Ja, ich bin fast tot. Au! Lass mich mal schnell was essen. Knopperspause. Nachts um eins in Minecraft. Sag mal. Das ist ja schlimm hier. Ich gehe gleich zur Gewerkschaft. Vor allem ist lustig, dass ich nur eine Tot. Seht ihr das? Seht ihr das? Der hat eine Nano-Rüstung an. Ich sage ja, Minecraft will mich verarschen heute. Aber dass du. Danke. Au. Au! Jetzt kann ich es euch sogar beweisen. Ich nehme es ja gerade auf. Und schon ist er tot. Ihr könnt mir doch als Halloween-Geschenk hättet mir jetzt doch diese Nano-Rüstung überlassen können. Du Geizkragen. Vielleicht hat er es sogar. Und ich hab's noch nicht gesehen. Nee, wäre zu schön gewesen, oder? Naja, ich weiß schon. Jetzt scheint, ihr werdet euch denken, nee, das wäre ja noch schöner gewesen. Ist zwar dasselbe Wort, aber hat eine ganz andere Bedeutung. Gut, dann fragen wir noch die zwei Andys-Landys. Und, keine Macht, Nanos. Ist ja der Wahnsinn hier. Andys-Landy. So, au. Geh weg. Ich setze das weg. So, dann hätte ich gesagt, dann spielen wir noch mit dem da. Und dann werde ich endlich mal, ja, langsam doch hier die Episode beenden. Nein, und er hat mir nur zur Feier des Tages ein Hirn da gelassen. Aua. 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 Das ist, finde ich, nett. Hey, hörst du auf, mit mir spielen zu. Alter. Ab und zu geht mir Hangers Overhaul überhaupt nicht irgendwo hin. Ey, da ist eine Nacktschnecke. Schneller momentan als ich. Okay, so. Hätte ich gesagt, dann sammle ich hier noch die Pünktchen ein. Und dann renne ich jetzt wieder in diesem lustigen. Okay, im Stachelmodus. Die Pfeile da oben drüber, die finde ich am coolsten. Renne ich nach Hause. Au.
So, dann schauen wir mal, ob ich den. Hat ja gerade ein rotes Gesicht gemacht. Oh, es tut mir aber leid. Entschuldigung. So, dann hätte ich gesagt, schicke ich das alles schön noch brav ins Lager. Und dann werde ich in dieser Hinsicht, bedanke ich mich bei euch. Wie gesagt, nochmal hier zum selber staunen. Wenn ihr uns im TS besuchen wollt, Moment, wieder Kamera nach vorne. ts.cbkraft.de. Ich glaube, ich habe es mittlerweile auch in meinen Kommentaren stehen. So, und dann schauen wir uns nochmal den Igel an. In dieser Hinsicht, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin, ciao!